Wo waren wir denn? Ein Praxistest mit Inkubation und Command Conquer konnte insofern überzeugen, als einige häufig benötigte Kommandos sinnvollerweise direkt über das Brett aktiviert werden konnten. Schablonennachschub ist dabei über mehrere Kanäle gesichert. Sie können Eigenkreationen mit dem einfach zu bedienenden Editor erstellen und ausdrucken, im Internet Ausschau halten, in Spielemagazin blättern oder sogar zukünftig im Lieblingsspiel direkt Konfigurationen vornehmen. Also so ein bisschen die Vorreiter von programmierbaren Game-Controllern. Hierzu habt ihr dann noch das Bild hier. Ne, mit der Software erstellen, Schablonen im Eigenbau kein Problem. Da ihr seht, was ihr seht, kriege ich nicht ganz scharf. So sah das aus. Und so konnte man es dann quasi programmieren. So, das Fazit. Für 149 Mark erhält der Vielspieler eine wirklich sinnvolle Ergänzung zu den üblichen Eingabemedien. Die vollständige Kompatibilität sichert ein breites Einsatzspektrum und auch die Schablonenversorgung ist gesichert. Besonders für Einsteiger stellt PC Dash eine sehr gute Innovation im Spielecontroller-Bereich dar. Stärken von dem Ganzen: universell einsetzbar, breite Spieleunterstützung, einsteigerfreundlich. Schwächen: fehlender Druckpunkt. Ausstattung gut, Softwarequalität gut, Technik gut, Gesamturteil einfach nur gut. Das war es dann quasi von dem Bericht. Hier gab es noch eine Schablonenvorschau. Ein Controller wie der PC Dash lebt selbstverständlich von der Unterstützung durch geeignete Spiele. Neben den 12 beigelegten Karten werden die folgenden Titel teilweise nachträglich durch spezielle Schablonen unterstützt: IWAR 1602, F22 ADF, Dark Ragen, Diablo Hellfire, StarCraft, Red Baron 2, Tomb Raider 2, Total Annihilation, Abyss Odyssey, Uprising und Subculture. Extreme Assault, Inkubation, Civilization 2, Worms 2, MechWarrior 3 und Falcon 4. Ihr seht, so hat das dann ausgesehen. Erinnert so ein bisschen an die heutigen Schablonen, zum Beispiel bei Handys, die man sich ja selber dann quasi hier so per wegschieben kann. So, dann gab es aber noch einen ganz schönen Artikel. Ich habe schon mal dran rumgeblättert. An sich erstmal eine große Auswahl generell an Joysticks und Game-Controllern. Da seht ihr jede Menge. Sitzt mir selber im Licht, deswegen immer der Schatten dabei. Dann hier noch etwas größere Varianten für die Autofahrer, für die Flugsimulatoren und was es da nicht alles gab. So, und noch mehr. Also die damalige Spielewelt war am Anfang, jeder wollte seinen eigenen Controller rausbringen, wie gesagt, jeder, auch Microsoft. Man merkt, wo das, sage ich mal, immer mehr hinführte, ne? Oder an welche alten Controller das vor allem alles so angedacht war, wäre wahrscheinlich heute schwer denkbar, weil die meisten sich die Rechte gegeneinander klauen würden. Na, komm doch mal her hier. Und noch mehr. Aber ich wollte zu dem... Nein, auch nicht. Ne, ihr seht, ne, Gaspedal, Bremse, alles, was man brauchte. So, dann einmal sei hier noch ein paar interessante alte Lautsprecher. Moment. Toll, genau die Knicklinie. Satte Töne, klein verpackt, 30 Watt PMPO, Lautstärkeregler, Betriebskontrollanzeige, eingebautes Netzteil. Das Ganze für 34,95 Mark. Die SV805 SL, nein, es ist kein Mercedes, es ist ein Lautsprecher. Klein, aber oho, nicht nur für den Einsteiger, 30 Watt PMPO, Lautstärkeregler, Betriebskontrollanzeige, eingebautes Netzteil, 29,95. Ja, dann für die etwas bessere, die
SL840-Variante, optionaler Sound- und Soundqualität, 2-Wege-System, 160 Watt PMPO, Soundeffekte, Bass, Höhenregler, Betriebskontrollanzeige, eingebautes Netzteil für 89,95 Mark. Und die damaligen Spielereien mit Bass und Höhen hat heute auch immer mehr nachgelassen. Dann die SV815 SL, maximaler Leistung, minimaler Preis, 90 Watt PMPO. So sehen die aus. Lautstärkeregler, Bass, Höhenunterstützung, Betriebskontrollanzeige, Kopfhörerbuchse, da links. Mit Netzteil natürlich für 69 Mark 95. Komisch, das auszusagen. Dann noch die SV845 SL. Klangergebnis pur. 240 Watt, das ist es. Lautstärkeregler, Basshöhenunterstützung, Betriebskontrollanzeige, 3D-Funktion, Kopfhörerbuchse, eingebautes Netzteil für sagenumwobene 119 D-Mark. So, wo blättern wir denn dann mal weiter? Ihr seht, da gab es noch jede Menge Zeitungen. Eine Sekunde mal bitte. So, sehr interessant zu sehen, natürlich die verschiedenen damaligen Preisunterschiede und was natürlich die ganzen Modelle natürlich alles konnten. Ihr seht ja einmal die Infotelefonnummer, dann der Preis 150, 149 und so weiter. 289, der Twastmaster Formel 1, das ist dieses Ding da. Ne? Das Formel 1 stellt die Konsequenz Weiterentwicklung des T2 dar. Damit konnte man bestimmt super fahren. Habe ich allerdings nie kennengelernt. Ne? Dann natürlich alles, was wichtig ist. Die Funktionsknöpfe 4, 8 und so weiter. Schaltknüppel gab es leider weniger. Formel T2 haben die den hier. Nee. Formel 1, er hat ihn, aber ach, der hat ihn da. Da rechts seht ihr das. Am Lenkrad, geil. War schon was Besonderes. Dann, ne, für Linkshänder geeignet oder nicht. Kabellänge, Widerstand, Ergonomie, Stabilität und Spielsteuerung. Wenn die Schubladen mal nicht klemmen würden, wäre alles ein wenig einfacher. Naja, wie gesagt, hier wird alles angezeigt. Ne, Ergonomie, Stabilität und Spielsteuerung. So, dann wollte ich noch. Spielefernseher, genau. Für alle die, da wollte ich nämlich hin, weil ich wollte euch mal zeigen, wo ist der noch nicht da? Moment. Genau, das wollte ich euch zeigen. Ich schwenke mal langsam runter. Und zwar Ausstattung sehr gut, Ergonomie befriedigend, Performance gut, gesamter Teil gut. Worum es sich handelt? Um das neue Nokia 447ZA. Die Multimedia-Abteilung unter den Monitoren. Monitoren? Ja, auch Nokia hat mal Monitore hergestellt. Ne? Genau. Also, die Multimedia-Abteilung unter den Monitoren wird unter anderem von Bildschirmanbieter Nokia abgedeckt. Der 447ZA weist ein integriertes Mikrofon, zwei Lautsprecher sowie ein äußerst ungewöhnliches Frontdesign auf. Mithilfe der zahlreichen versammelten Transinformationen werden die einzelnen OSD-Aktionen direkt ausgeführt, auch wenn die Zahl der Einstellmöglichkeiten durch diese Technik eingeschränkt bleibt. Die Klangabteilung des 447ZA reicht zwar für geduldiges Soundberieseln, großartige Orchestereinlagen sind hier jedoch nicht zu erwarten. Die Leistungstests ergaben durchweg ansehnliche Ergebnisse für den Nokia-Bildschirm. Lediglich die Ausleuchtung sollte einer Generalüberholung unterzogen werden. Darüber hinaus ist die sichtbare Bilddiagonale etwas mager ausgefallen. Insgesamt kann man den mit knapp 1200 Mark angesetzten Strahlemann schöne Aussichten bescheinigen. Da darf man nicht unterscheiden, was das noch für eine Summe war. 1200 Euro für einen Computermonitor. Aber auch hier der nächste, 1400. Da muss ich erst wieder suchen. D-d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 . Steht bei dem zum Beispiel gar nicht von dem Mitsubishi. Ja, auch ein Fernseher. Dann Möbo irgendwas.
Und so ging das hier weiter. Dann natürlich die altbekannten Marken. Highscreen, ja, damals sehr beliebt und sehr ansehnlich. Darüber hinaus die Klasse, die meistens auch im Büro zu finden war, die ISOs. Nee, wie hier im Test, sehr gut, gut, sehr gut. Gesamturteil sehr gut. Was hat ihn ausgezeichnet? Also schickte eine Lochmaskenbildschirm ins Rennen, der ein vorbildliches Handbuch sowie ein üppig ausgestattetes OSD mitbringt. Mit einem Knopf hat der Anwender alle Parameter im Griff. Für die sinnvolle Autoszenierung steht ein separater Button zur Verfügung. Ausgezeichnete Leistungswerte ist man vom qualitätsbewussten Monitorschrauber also ja gewöhnt, und auch der FlexScan F56 macht hier glücklicherweise keine Ausnahme. Scharfe Bilder, erbauliche Geometrien und minimale Konvergenzfehler machen dem 17 Zöller wenig Probleme. Auch in den übrigen Bewertungskategorien hält er ohne große Anstrengungen mit den Leistungen der besten Kollegen mit. Lediglich die sichtbare Bilddiagonale, die Ausleuchtung und die Moire-anfällige fallen da etwas aus dem Rahmen. Dafür hat der Bildschirm aber noch ein Signalsystem integriert, das die Aktion des Anwenders akustisch kommentiert. Ja, das waren noch Zeiten, wo man sich noch über einen Monitor natürlich auch Kopf gemacht hat. So, was gibt's jetzt noch? Da Samsung, natürlich Sony Multiscan. Ihr seht, die Auswahl war riesig, genauso natürlich auch wie hier einerseits wieder die Preise. Ihr seht, 1280 DM, 1049. Da konnte man damals richtig Geld lassen, weil natürlich auch wirklich die Computermonitore dementsprechend, sage ich mal, auch irgendwas abverlangt hat. Ne, ihr seht, was für Auflösungen damals schon möglich waren. Also das ist auch heute immer noch, sage ich mal, trotzdem eine super Qualität. Ne? Und das Einzige, was natürlich viele stört, ist klar die klobige Variante. Aber ihr müsst immer noch bedenken, auch die stehen, sage ich mal, dem Ganzen nichts nach. Klar hat man heute keine 2000 irgendwas bis 4000, also keine 4K-Monitore. Aber für die damaligen Rechner immerhin, vor allem überlegt mal auf die Größe, ne? 40 Zentimeter, immer noch ein super Spielerlebnis. Ne? 107 Hertz, 116 Hertz, das waren alles so Sachen. Moment, wo bin ich? Zu schnell. Ne? Wiederholungsrate. Die natürlich das Ganze besonders gemacht haben. Aber so guckt sich, glaube ich, heute auch keiner mehr einen Monitor an. Denn die wenigsten kaufen sich ja überhaupt noch einen Monitor. Oder meistens dann zwei bis drei direkt natürlich. Aber egal. Ja, hier nochmal ein kurzer Einblick in 3D-Grafikkarten, was damals so Platz 1 war. War die Diamond Monster 3D von 97, also vom Test 97. Gesamturteil sehr gut. Komplettsysteme war damals der PC-Spezialist mit einem Pentium 233 MMX. Gesamturteil sehr gut. Alles so kleine Faktoren, die natürlich irgendwo auch ein Leitfaden waren. Deswegen fand ich Zeitschriften einerseits immer schon gut. Ne? Und wenn dann noch die Chicas dazu kamen, hi Tom Brader, dann war das natürlich was anderes. Lara, ich weiß, nicht Tom Brader. Nun gut, ich will laufen, es hat euch Spaß gemacht. Die Unterbrechungen haben euch nicht gestört und wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Bis dahin bin und bleibe ich natürlich euer Dirk. Tschüss.